Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lost Lieblingsbooks. Juhu! Ja, ich weiß, die Woche dreht sich viel bei mir um Bücher, aber das passt ja irgendwie auch, wenn am Montag der Welttag des Buches war. Deswegen dachte ich, geht's mal wieder weiter mit einem meiner Lieblingsbücher aus längst vergangenen Zeiten, die manchmal noch nicht ganz so lange vergangen sind. Denn das Buch, was ich euch heute vorstellen möchte, ist im Jahre 2002 zum Beispiel erschienen, also auch noch nicht ganz so alt. Aber es ist ein ganz besonderes und bedeutungsvolles Buch für mich, denn es hat mich nämlich damals durch meine Facharbeit begleitet. Und damit ihr erstmal wisst, um was es überhaupt geht, zeige ich es euch mal, denn es dreht sich heute um Axel Brauns Buntschatten und Fledermäuse. Und dieses Buch trägt nicht umsonst den Untertitel Mein Leben in einer anderen Welt, denn es geht hierbei um Autismus. Um es genauer zu sagen, um das Asperger-Syndrom, denn Axel Brauns, und das ist das Besondere an der ganzen Sache, litt seit seinem zweiten Lebensjahr an dieser Art von Autismus. Zumindest begann es da, soweit er sich da zurückerinnern kann, dass er da eben die ersten Symptome gemerkt hat. Und umso besonderer ist es, dass er persönlich dieses Buch als Autobiografie eben geschrieben hat. So steht es auch in der ersten Seite. Dieses Buch dürfte eigentlich so, wie es ist, gar nicht existieren. Denn es fällt eben Autisten in diesem Bereich Sprache so schwer, Worte zu finden, ihre Emotionen und Gefühle Ausdruck zu verleihen. Und eben daher ist es so ein besonderes Buch, weil Axel Brauns das eben geschafft hat mit diesem Buch. Er hat seine eigene Autobiografie geschrieben und gibt uns mit diesem Buch einen wundervollen Einblick in die Welt des Autismus. Und das war eigentlich auch der Grund, was mich auf dieses Buch hat stoßen lassen in meiner Facharbeitszeit. Denn ich habe eben meine Facharbeit über Autismus geschrieben und wollte dafür eben noch genauer verstehen können, was das eigentlich bedeutet, wenn Autisten in ihrer eigenen Welt leben. Das fand ich so interessant und wollte es besser verstehen können und bin dann bei meinen Recherchen auf dieses Buch gestoßen, in dem man wirklich einfach nur reinlesen kann und sofort sich in dieser Welt befindet. Denn schon in den ersten Seiten fällt es da einem als Außenstehender sehr, sehr schwer, sich da rein zu versetzen, weil Axel Brauns eben in seiner alten Sprache schreibt. Also er verwendet da sehr, sehr viele Wortneuschöpfungen und manchmal weiß man erst gar nicht, was er damit meint. So ist zum Beispiel die Haha seine Mutter, der Heimer ist sein Bruder und der Dax ist sein Vater. Und ehe man das erstmal verstanden hat, wer hier zu welchem gehört, dauert es erstmal ein paar Kapitel, das kann ich euch echt sagen. Aber umso besonderer ist das und auch die Art, wie er alles beschreibt und wenn ihm als Kind Fragen gestellt wurden, welche Weltanschauung er da aus dem Augenwinkel eines Autisten eben hatte, gibt einem selbst auch nochmal eine ganz andere Weltanschauung und ist einfach ganz besonders und wunderbar erzählt. Und damit ihr wisst, wovon ich rede, würde ich sagen, lese ich euch einmal ein kleines Stück aus diesem Buch vor. Sorgsam löffelte ich den letzten Rest Wolkencreme aus meinem Näpfchen. Die Haha sagte, hat es dir geschmeckt? Was sagt man dann? Mehr! Nein, Oma murmelte. Lass doch, meine Quarkspeise schmeckt ihm. Da hatte Oma recht. Sie mischte immer Zitrone an die sonnenlichtglasierte Wolkencreme. Die Haha fragte mich, was sagt man dann? Danke? Zum Glück war das die richtige Antwort. Ich durfte aufstehen und wollte gerade die Terrasse verlassen, als Oma fragte, weißt du schon, was du dir zu deinem Geburtstag wünschst? Eine Sandkiste. Ach, das kann man sich doch nicht wünschen, meinte Oma. Das hatte ich nicht gewusst. Ich leckte den letzten Klecks Wolkencreme aus dem Mundwinkel und verließ die Terrasse. Die Maisonne streute ein lichtes Muster aus Zweigen und Blättern auf den Rasen unter dem Kirschbaum. Mit der flachen Hand sichelte ich über die schattig lichten Halme, berauschte mich an den Berührungen der Halmspitzen, sog das weiche Grün mit meinen Blicken auf und verlor mich tiefer und tiefer in das flackernde Muster. Mit jedem Augenblick, den ich verwischelte, büßte mein Gehör mehr von der Fähigkeit ein, aus dem Oma-Haha-Haha-Klang herauszuhören. Ich versank in mir. Die Zeit ertaubte. Da war etwas. Meine Bewegungen fanden in einer Buntschattenhand ihr Ende. Lippenlärm schlug an meine Ohren. Ich blickte auf. Die Haha ergriff meine Arme und hob mich empor. Sie umarmte mich.
Ich zuckte weg. In meiner rechten Hand rieselten die Rasenspitzen angenehm fort. Im Lippenlärm hörte ich jetzt Geräusch. Das Geräusch wiederholte sich. Es gewann Klang und Bedeutung. Bist du taub? Ich schüttelte den Kopf. Das bedeutete für Fledermäuse nein. Ja, also ich glaube, da konnte man schon verstehen, warum ich das Buch auch so herrlich finde, weil es einfach so gnadenlos auch direkt ist und diese Fragen, die er da stellt, ja, das sind einfach Dinge, sind einfach so wunderbar gelegt und so toll ausgedrückt, dass man sich wirklich manchmal selber vielleicht auch als, speziell auch als Erwachsener, hinterfragen sollte, ja, warum ist das jetzt so? Warum kann ich mir denn zum Beispiel keinen Sandkasten zum Geburtstag wünschen? Und das finde ich einfach wunderbar. Und was man jetzt vielleicht nochmal speziell zum Titel sagen kann, ist Buntschatten und Fledermäuse hat er deswegen gewählt, weil, wie gesagt, auf seinem zweiten Lebensjahr hat er eben gemerkt, dass irgendetwas nicht stimmt, denn die Menschen, mit denen er sich umgeben hat, die bei ihm wohnten, die mit ihm, ja, die seine Familie waren, haben plötzlich keine Gesichter mehr gehabt. Also alle Menschen, die er getroffen hat, hatten verschwommene Gesichter. Und um diese besser unterscheiden zu können, hat er sich eben Menschen, die nett zu ihm waren, eben wie seine Oma oder seine Haha, die waren für ihn Buntschatten, aber auch zum Beispiel im Kindergarten nette Kinder, die ihm, ja, nett rüberkamen, die ihm geholfen haben. Diese Menschen waren für ihn die Buntschatten. Und alle Menschen, die ihn nicht verstanden haben, die gemein zu ihm waren und ihm einfach, ja, böse waren, hatten so einen gewissen Schatten in ihrem Gesicht und das waren eben für ihn die Fledermäuse. Und daran sieht man auch schon, was das für eine wunderbar interessante Welt eigentlich auch ist. Natürlich möchte man es eigentlich keinem wünschen, weil es auch eine Bürde ist, diese Krankheit zu tragen. Diese Diskussion fällt hier mal in diesem Video für mich weg. Es ist einfach nur eine wunderschöne Art, diese Welt des Autismus zu verstehen zu können. Für außenstehende Menschen, die sich wirklich damit befassen und interessieren. Und mir hat es persönlich sehr, sehr geholfen, über meine Facharbeit eben zu kommen und ja, damit auch was einzubauen dadurch. Und deswegen ist es auf jeden Fall eins meiner Lieblingsbücher und ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, auch der nicht gerade eine Facharbeit schreibt darüber, aber auch einfach sich mal für das Thema Autismus interessiert und es einfach näher verstehen lernen möchte. Dafür ist auf jeden Fall Buntschatten und Fledermäuse, Mein Leben in einer anderen Welt von Axel Brauns, ein wunderbares Buch, was ich hiermit nur empfehlen kann. Und somit müssen wir leider schon wieder die Bibliothek verlassen und uns für heute verabschieden. Ihr könnt mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denn jetzt von diesem Buch so denkt, nachdem ich euch etwas näher daraus vorgelesen habe und euch das vorgestellt habt. Ihr könnt auch mal vergleichen in den Kommentaren, als ihr den Titel meines Videos gelesen habt, was ihr da dachtet, was jetzt auf euch zukommt für ein Buch und dann, wo ihr wusstet, um was es geht, was ihr jetzt davon haltet. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass das Video euch hoffentlich gefallen hat und wir uns auch hoffentlich bald wiedersehen. Am Sonntag gibt es dann endlich mal wieder eine Folge von Hogwarts Lessons. Yay! Ich freue mich schon ganz doll drauf. Und ja, bis dahin sage ich, wir singen!